So, wir sind jetzt hier an der Fähre. Richtig lustig. Zwei Autos waren weg, obwohl die Einschiffung begann. Und einer ist mit dem Kaffee vorbeigelaufen, den er gerade geholt hat. Und sein Auto war schon weg. Ist schon eingeschifft worden. So, und jetzt geht's bei uns gleich los. Aber lustige Geschichte. So, das war es leider wieder mal. Korsika 23 ist jetzt vorbei. Wir sind jetzt bei der Einschiffung auf die Fähre. Einige Autos sind schon drauf, andere fahren gerade. Wir werden auch gleich dran sein. Nochmal kurzes Fazit. 14 Tage Korsika. Erste Woche Scheißwetter, zweite Woche super heiß, richtig schön mit Badewetter, schön ins Mittelmeer rein. Das war wunderbar. Erster Campingplatz La Jaba, zweiter Campingplatz Uhuru, dann sind wir weiter Riva Bella und zum Schluss noch San Damino, wo wir sagen, okay, eine Nacht reicht dort. Also das ist wirklich ein Stellplatz, wo du dich hinstellen kannst, bevor du auf die Fähre musst, früh morgens. Dann kannst du 7 Uhr machen die Schranken auf, dann fährt man raus, dann kann man sich noch einen Kaffee ziehen. Und dann geht's Richtung Fähren. Das ist auch ein Fazit. Aber sonst sagen, es waren schöne 14 Tage und wir kommen wieder auf jeden Fall Korsika. Aber jetzt geht's erstmal auf die Fähre und dann sehen wir uns irgendwann in Pisa, wenn wir angelegt haben, wieder. Bis dann. Da ist sie. Da kommen wir rein. Gerade noch von der Fähre runter und jetzt sind wir schon in Pisa. Pisa. Menschen über Menschen. Thank you.
Ich weiß nicht, was die Leute mit ihren Händen hier machen, aber irgendwie keine Ahnung. So, für uns geht es jetzt weiter Richtung Heimat. Das war der Schiebeturm von Pisa. Mehr Hype wie alles andere. Also überall muss man bezahlen, Eintrittskarte oder sonst was kaufen. Wir wollten einen kurzen Abstecher machen, dass wir wenigstens einmal hier waren. So, und jetzt geht es weiter Richtung Gardasee, Österreich. Mal sehen, wie weit wir heute kommen. Schau an, hier kann man auch über die Stadtmauer laufen. Alles Opa-Zaun. Alles Opa-Zaun. Wieso Opa? Da Opa, da steht Opa. Opa. Wien Dubrovnik. Noch nicht ganz so gewalttätig. Der Maurerlauf. Jetzt noch ein bisschen schaffen. Willst du Turm kaufen? Willst du Turm kaufen? Turm kaufen? Ja, Turm kaufen. Da, Turm kaufen, da. Da ist die Turm. Da ja, waren Fetten jetzt noch Turm. Ja. Willst du Hut kaufen? Nein. Hut mit Ohren? Nein. Hut mit blauen Ohren? Also gefühlt sind das hier 26,5 Grad. Was hat der Thermometer gesagt? 26,5 Grad. Das war unser Abstecher nach Pisa. Jetzt geht es weiter Richtung Gardasee. Ausgesucht haben wir den Campingplatz Sirella, direkt am Gardasee. So, gestern von der Fähre runter. Pisa, schnell noch angeschaut. Dann weiter Richtung Gardasee. Bartolino sind wir gefahren und Sirinella, Campingplatz Sirinella, haben wir noch einen Stellplatz bekommen, wo für 23 Euro mit ACI-Karte? Wie? ACI? AXI. Mit AXI-Karte 23 Euro. Zur Überraschung hatten die in Bartolino ein Weinfest. Das war ein genialer Abschluss unserer Korsika-Tour 23 mit Feuerwerk. Im Anschluss dieses Videos könnt ihr euch ein bisschen angucken, wie es da abging. Es war lustig, es war toll. Aber jetzt geht's nach Hause. Wir fahren jetzt über Österreich, dann Deutschland und wir hoffen, dass wir den Pfingststau nicht so doll erwischen. Bis dann, euer FNKW Tourvlog. Bye bye. In Bartolino angekommen haben wir auf dem Campingplatz Sirella noch einen Stellplatz bekommen. Der Rest war alles komplett ausgebucht. Wir haben dann, nachdem wir alles aufgebaut haben, unsere Fahrräder geschnappt und sind Richtung Zentrum Bartolino gefahren. Wunderten uns natürlich schon die ganze Zeit, warum laufen Leute uns entgegen mit pinken kleinen Brusttaschen. Bis wir festgestellt haben, okay, ein Bartolino ist ein schönes Weinfest. Also haben wir uns auch so eine pinke Brusttasche geholt mit zwei Gläsern Wein und konnten natürlich den ganzen Abend Wein verkosten. Es war ein toller Abend, aber genießt die Bilder. Es war so, so wunderschön.
Natürlich durfte eine Riesenradfahrt über Bartolino nicht fehlen. Deswegen haben wir uns abends nochmal in die Gondel gesetzt und haben es genossen, den Blick über Bartolino bei Nacht. Alles hell erleuchtet, die Uferpromenaden, alles hell erleuchtet. Es war schon richtig was los. Es war ein toller Abend. So, nochmal ein kurzes Fazit zur Fahrt vom Gardasee bis hierher. 10 Stunden und 44 Minuten. Ein Stau war unterwegs, den hat unser Navi rechtzeitig umfahren. Da sind wir dann von der auf der A99 und hinter München wieder raufgekommen. Sonst unterwegs war kein Stau. Wir sind bequem durchgekommen, keine LKWs, dank Pfingstmontag. Also so eine freie Autobahn habe ich Pfingstmontag überhaupt noch nicht gesehen, aber ich denke mal, dass es, weil morgen noch Ferien sind und morgen der Hauptrückreiseverkehr beginnt. Ansonsten, Gardasee war ja gestern als Zwischenstation, war super. Mit dem Weinfest allen drum dran war gut. Korsika, 14 Tage, auch perfekt, aber habe ich ja schon in den anderen Videos erzählt. So, wir werden jetzt hier die Sachen rauspacken. Für uns ist der Urlaub jetzt erledigt und es war sehr schön. Und irgendwann wird es wieder nach Korsika gehen, aber jetzt werden wir erstmal andere Sachen zu tun haben. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben, lasst ein Like da, abonniert. Ja, was soll ich noch sagen? Dann bis zum nächsten Video. Euer FNKW Tourvlog. Bye, bye.